So einen großen Weihnachtsbaum hatten wir noch nie. Der passt hier doch gar nicht rein. Ach was, na klar passt er. Der Baum ist so schön. Ja, finde ich auch. Ja, aber wo wollen wir ihn hinstellen? Er ist einfach riesig. Ja, ich gebe zu, dass er etwas groß ist. Im Wald sah er nicht so groß aus. Und nun? Ach, wir schieben die Möbel ein wenig beiseite, dann haben wir genug Platz. Die Couch, das schieben wir an die Seite. So, jetzt haben wir in der Ecke genug Platz. Ah, von wegen genug Platz. Nun geh schon. Der Schrank muss noch ein bisschen zur Seite. Passt, oder? Er passt überhaupt nicht. Wir können nicht mal den Stern auf die Spitze setzen, weil an der Decke kein Platz ist. Am besten stellen wir ihn in die Küche. Dort ist die Decke höher. Och Mann, okay, aber wenn du das so willst. Na, ist es jetzt besser? Ja, hier kann er stehen bleiben. Können wir den Baum jetzt schmücken? Ja, könnt ihr machen. Juhu! Zuerst die Lichterkette, aber allein schaffen wir es nicht. Der Baum ist zu hoch. Papa, du musst uns helfen. Der Baum ist zu hoch für uns. Na klar helfe ich euch. Das sieht schön aus. Finde ich auch. Und jetzt noch den roten Weihnachtsbaumschmuck. Ich glaube, das war's. Wir sind fertig. Nanu, wer ist das denn? So ein Stress. Wer möchte denn jetzt noch was? Hey, Kalle, hallo. Was für eine Überraschung. Was führt dich zu uns? Hallo, Peter. Hallo, ihr beiden. Hallo. Ich muss euch um einen Riesengefallen bitten. Ihr seid unsere letzte Rettung. Was ist denn los? Oh, Anna. Guck dir mal das süße Schwein an. Ja, ich weiß. Das ist voll süß. Das war schon mal bei uns. Echt? Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Da warst du auch noch kleiner. Ja, es ist so. Oh, hallo Kalle. Was machst du denn hier? Und du hast ja Hildegard dabei. Hallo, Viktoria. Wir fliegen morgen in den Urlaub und meine Schwiegermutter sollte auf Hildegard aufpassen. Jetzt ist sie aber leider plötzlich krank geworden. Und mit Schweinfliegen kommt nicht so gut. Das glaube ich gern. Jetzt wollte ich euch fragen, ob ihr euch noch mal vorstellen könntet, auf Hildegard aufzupassen. Puh, an Weihnachten ist es nicht ganz so passend. Wir wollen nachher in die Kirche. Bitte, ihr seid meine letzte Rettung. Sonst können wir unseren Urlaub vergessen. Ihr könnt Hildegard in die Kirche mitnehmen, bitte. Na gut. Oh, danke. Ihr habt echt was gut bei mir. Und Hildegard, du benimmst dich. Hörst du? Na, Bello, du erinnerst dich noch gut an Hildegard, oder? Also, ich erinnere mich auch gut an das Chaos, das die beiden hier damals veranstaltet haben. Wir können Hildegard auf keinen Fall hier mit Bello alleine lassen. Wir nehmen sie mit in die Kirche. Da bin ich auch dafür. Hildegard, du bist so süß. Das ist aber ganz schön kalt geworden. Schneit es denn bald, Mama? Das kann gut sein bei den Temperaturen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Halt, stopp. Mit dem Schwein dürfen Sie aber nicht in die Kirche. Warum denn nicht? Es ist doch ein Hausschwein und stubenrein. Die haben nicht im Ernst ihr Schwein mitgenommen. Es gibt komische Menschen. Der Zutritt für Tiere ist nicht erlaubt, egal welches Tier. Ja, aber wir konnten Hildegard nicht zu Hause lassen. Die stellt das Haus auf den Kopf. Sehen Sie? Und hier stellt sie die Kirche auf den Kopf. Oh Mann, okay, dann warte ich hier draußen mit Hildegard. Ist es in Ordnung für dich? Sonst gehen wir alle nach Hause. Nein, nein. Geht ruhig rein. Die Kinder haben sich doch schon so drauf gefreut. Ich warte hier auf euch. Mensch, Hildegard, hier gibt es eine Bank für uns. Ist das nicht toll? Tja, nun sitzen wir hier allein. Liebe Gemeinde, wir feiern heute gemeinsam die Geburt Jesu. Na, Hildegard, wie gefällt es dir bei Familie Jansen? Ich hoffe, das heißt gut. Ach, was würde ich jetzt auch gerne in die warme Kirche. Es ist ganz schön frisch hier draußen. Du zitterst ja, Hildegard. Komm her, ich wärme dich. Und du mich. Ach, du bist so schön kuschelig, Hildegard. Oh,
Hey, was ist denn jetzt los? Es war doch gerade so kuschelig mit dir. Halt, wo willst du denn hin? Hildegard, komm sofort wieder zurück. Gleich habe ich dich. Oh Mist. Nein, nicht doch in die Kirche. So eine Schweinerei. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist denn jetzt hier los? Wie kommt das Schwein hier rein? Mama, es ist ja Hildegard. Oh ja. Hildegard, komm sofort wieder her. Verlassen Sie sofort mit dem Schwein die Kirche. Mach ich schon. Komm her, du ungezogenes Schwein. Mensch, Hildegard, was machst du denn für Sachen? Jetzt halte ich dich fest. Nochmal entwischst du mir nicht. Guck mal, da sitzt der Mann mit dem Schwein. Ah ja, genau. Ich bin der Mann mit dem Schwein. Frohe Weihnachten auch für Sie. So, Messe ist zu Ende. Müssten Sie ja gleich rauskommen. Zum Glück. Meine Füße sind schon ganz schön kalt. Gleich sind wir wieder im Warmen, Hildegard. Und wie war's? Total schön. Schön. Ich hatte auch ganz viel Spaß hier. Oh, es fängt an zu schneien. Es schneit. Schade, dass es wieder aufgehört hat zu schneien. Ja, schade. Aber ich freue mich trotzdem auf meine Geschenke. Ja, ich auch. Hol schon schnell den Schlüssel, Victoria. Ich bin total durchgefroren. Ich hab den Schlüssel nicht. Du solltest ihn doch mitnehmen. Was? Warum ich? Du nimmst ihn doch immer mit. Ja, aber heute solltest du ihn mitnehmen. Das habe ich dir doch gesagt. Toll. Und was machen wir jetzt? Wie kommen wir jetzt ins Haus? Keine Ahnung. Na, den Schlüsseldienst brauchen wir an Heiligabend wohl nicht anrufen. Das kann doch alles nicht wahr sein. Und das an Heiligabend, das ist ja furchtbar. Anna, lass uns mal durchs Fenster nachschauen, ob die Geschenke schon da sind. Ja, das machen wir. Wir kommen nicht an das Fenster ran. Kannst du mich hochhalten? Ja, mach ich. Du musst mir aber genau erzählen, was du siehst. Na klar. Und was siehst du? Oh, sieht das toll aus. Wow. Was siehst du denn? Ganz viele Geschenke und Bello auf dem Sofa. Ich habe eine Idee, wie wir ins Haus kommen. Mama, Papa! Was denn, Greta? Was ist passiert? Bello kann uns die Tür aufmachen. Ich habe das mit ihm geübt. Was? Wirklich? Nein, Versuch ist es wert. Bello, Beifuß! Hier ist Greta. Bello, hör gut zu. Du musst jetzt unseren Krieg machen. Mach die Tür auf, Bello. Braver Hund, fein gemacht. Du kriegst ein Leckerchen. Wow, Greta, Bello, das war ja toll. Wann habt ihr denn das trainiert? Das haben wir heimlich gemacht. Das war echt klasse. Danke, Bello, du hast uns den Heiligabend gerettet. Und die Bescherung, zum Glück. Waren das verrückte Weihnachten. Hildegard war so süß. Die darf nächstes Jahr wiederkommen. Und was wohl in meinem Geschenk drin ist? Eure Greta Jansen. Tschüss.